das neue Schulzentrum in Pullach, der Umbau des Freisinger Dombergs oder das neue Bildungszentrum in München-Freiham. 2014 investiert das Erzbistum München und Freising rund 95 Millionen Euro in Baumaßnahmen. Nach wie vor stellen aber die Personalkosten den größten Anteil der Ausgaben dar. Knapp über die Hälfte des geplanten Haushaltsvolumens von rund 700 Millionen Euro wird dafür verwendet. Das Geld kommt im Wesentlichen, wie in den letzten Jahren auch, aus den Einnahmen aus der Kirchensteuer. Das sind Kircheneinkommensteuer, Kirchenlohnsteuer. Allein aus diesen beiden Quellen resultieren rund 70% unserer Einnahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Offenlegung des kirchlichen Vermögens. Die dafür nötige Umstellung der Buchführung soll etwa 8 Millionen Euro kosten und bis Mitte 2016 abgeschlossen sein.